verzerrt. Doch deine Zeit willst du nur mit mir verbringen, ich fühle mich geehrt. Ihr seid wirklich unglaublich. Wahnsinn. Wir müssen leider, wir müssen für die Nachbarschaft, die müssen schlafen und wir müssen aufhören zu spielen. Und bevor wir den letzten Song spielen, möchte ich noch auf ein Projekt hinweisen. Ich habe ein T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob die Kamera das sehen kann, ob die Kameraleute noch da sind.
Und da ist ein blauer Vogel drauf. Und dieses Projekt, was wir unterstützen, heißt Schulen für Haiti. Und ich glaube, heute dem Publikum macht es sehr viel Sinn zu sagen, wir haben hinten eine Merch-Stand mit einer ganz kleinen Dose. Und da ist dieser blaue Vogel drauf. Da könnt ihr übrigens auch die Live-Platte, die wir gerade rausgebracht haben, eigentlich mit genau identisch diesem Programm, was ihr heute gehört habt, erwerben. Aber warum ich sage, wir schaffen es mit 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr, 600 Schüler in Haiti in die Schule zu schicken. Und davon wird die Einrichtung der Schule bezahlt, davon werden die Lehrergehälter bezahlt, dafür wird das Material bezahlt und meistens, das heißt, jeden Tag wird für jedes Kind ein warmes Essen zur Verfügung gestellt, was oft das Einzige ist, was sie noch kriegen. Und dieses Projekt besteht seit 2 Jahren vor diesem schweren Erdbeben. Und wir haben leider bei dem Erdbeben beide Schulen, die da standen, verloren. Es ist in den Schulen niemand zu Schaden gekommen, aber wir sind gerade dran, eine erdbebensichere Schule zu bauen. Und wenn ihr Lust habt, beim Rausgehen vorne bei Andreas Kühn, unserem guten Freund und Merchandiser, draußen noch vorbeizugehen, dann denkt dran, nur 1 Euro pro Person, die heute hier sind und die sonst da sind, bringen uns viele, viele tausend Euro nach Haiti. Und ich schwöre euch, das geht 1:1 dahin. Und wir sind im Oktober wahrscheinlich schon wieder auf der Insel. Und deswegen freuen wir uns für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank.